Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew Motorfest. Wie versprochen, wir schauen uns die Made in Japan Volume 2 Playlist an. Die erste war, wie ich finde, eine der coolsten im Hauptspiel und jetzt eben mit dem Season 5 Update wird diese Playlist fortgeführt. Da habe ich richtig, richtig Bock zu. Deswegen, ja, verlieren wir auch keine weitere Zeit und setzen direkt mal den Wegpunkt dahin, auch wenn ich schon in der Nähe des Startgebietes bin. Aber ein paar Meter müssen wir jetzt trotzdem da mal hinfahren. Und ja, wir fahren mit dem Supra, welchen wir uns ja in der ersten Playlist freigeschaltet haben. Ja, den haben wir hier netterweise auf diesem Test-Account auch direkt in unseren Fuhrpark geliefert bekommen. Und ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt. 7 Events sollen es sein. Hey Friend, it's Hayato from the pack. What's up? Tell me, how would you like to go for another spin made in Japan? There's a lot happening and we're getting the whole team together. We'll be hanging out south of Kaneohe. Meet us there. Come on, we're gonna kick some butt! Hey, stop yelling! Well, you heard your friends. You're going back to Japan. Sort of. Let's go! Prepare to face new challenges and explore new horizons. Ja, vor lauter Freude ist Auto weggeschmissen. Ja, alles in englischer Sprachausgabe. Ich habe es schon im vorigen Video gesagt. Auf dem Test-Account gibt es nur die englische Sprachausgabe. Wir werden das Ganze aber nochmal auf meinem richtigen Account in deutscher Sprachausgabe spielen. Dann im Livestream. Da gerne dann vorbeischauen. Das wird dann in die kommenden Tage eben mit dem neuen Update entsprechend passieren. Aber für alle, die es jetzt schon mal nicht erwarten können, was uns erwartet in dieser Playlist, so wie ich, ja, gucken wir halt einfach schon mal in der englischen Sprachausgabe rein. Also dieser NSX sieht schon richtig, richtig geil aus. Gleich auch der Hinweis, ich habe natürlich den Streamer-Modus an, sprich, da wird einige Musik fehlen. Ich denke, bei dieser Intro-Sequenz war richtig geile Musik mit dabei, die ich jetzt natürlich nicht hatte. Aber war halt so ein bisschen ASMR-Intro, ist ja auch okay. So, da sehen wir es. Ganz viele Events, vor allem auf der neuen Insel. Da habe ich richtig Bock zu. Da sind wir ja schon ein paar Meter gefahren. Leider in der Nacht, deswegen jetzt umso besser, wenn wir es vielleicht am Tag auch angehen werden. Und dann gucken wir mal, wobei Made in Japan auch eher in der Nacht stattfindet, seien wir mal ehrlich. Gut, dann würde ich sagen, auf zum ersten Event. Und ich glaube, das erste Event ist aber noch auf der alten Insel. Dementsprechend, wenn ich es richtig sehe. Oder wo ist das? Ich sehe es gerade gar nicht. Seht ihr das, wo ich hin muss? Ah, da ist es. Okay. Nee, ich würde nämlich sagen, auf der alten Insel, da können wir nämlich auch schnell fast traveln. Da brauchen wir nicht hinfahren. Die Zeit sparen wir uns. So, auf geht's. Weil das, was sie so dazwischen labern, das machen wir dann im Stream nochmal ausführlich, hätte ich gesagt. Wichtig ist ja, was hier passiert. Die On-Action. Ja, und dieser Farbfilter, der bei Made in Japan mit dabei ist, ist auch so typisch irgendwo. Sehr schön. Ja, selbstverständlich, wir gucken uns auch noch den Chase Squad an, die, guck mal, das Tacho. Die, ja, Paid Playlist, nenne ich es jetzt einfach mal, mit dem neuen Update. Und dort aber das gleiche Spiel. Das wir dann im Livestream das nochmal ein bisschen ausführlicher anschauen werden. Ich komme gerade nicht auf dieses Tacho klar, Alter. Back and you're one of us now. You're right where you belong. But I still outrank you, buddy. Don't forget it. You wish. Watch your mouth, Shorty. Don't you brat start. As you can see, things here haven't changed one bit. So. Ja, ich werde jetzt während den Rennen nicht so viel labern. Lassen wir eher die Action sprechen. Das ist hoffentlich okay für euch. Einfach weil die auch immer zwischendrin ein bisschen was sagen. Und das nehmen wir ja auch mit, auch wenn sie Englisch sprechen, beziehungsweise ich glaube, der ein oder andere von euch wird sogar vielleicht das Spiel in Englisch spielen. Von dem her, post es ja. Wir nehmen aber beides mit, wie schon gesagt. Ich wiederhole mich. Wir schauen uns das Ganze selbstverständlich nochmal auf meinem richtigen Account dann
in deutscher Sprachausgabe an. Denn das hier, ein Test-Account, das alles, was ich hier erspiele, ist quasi, wenn dieses Video veröffentlicht wird, schon längst wieder weg. So ehrlich muss man sein. Alright everyone, here's the deal. The Motorfest is stepping up their street racing game. They have a bunch of so-called street racers coming in from all over the world. Got us some competition. Aha. Yeah. And Made in Japan 2 is going to be all about showing these guys who the top dogs in this festival are. I'm down, brother. From what I've heard, it's more of a camp thing. These guys are all waiting for us on another island, Maui. So this is uncharted territory for all of us. Even more exciting. Maui, here we come. So nämlich. Also interessant, ne? Für die, die es jetzt nicht verstanden haben, also im ersten, der ersten Volume haben wir ja quasi den Squad kennengelernt, dem Squad beigetreten und jetzt kommen ganz neue Racer von überall auf der Welt und wollen unseren Squad, wo wir jetzt Teil davon sind, herausfordern. Und das eben auf der neuen Insel. Ein neues Territorium für alle. Sehr geil. Check this out, guys. Smoking volcano on the right. Excuse me, you said smoking volcano? Yeah, that one's still active. Pretty cool, huh? Perfect. Ah, das Lichtsetting ist halt natürlich wieder eins mit Sternschirm. Welcome to Maui, guys. Yay! Do we know anything about these guys we're facing? Well, the festival didn't provide much intel, but I can tell you we're up against several other groups. They're not isolated individuals. Which means these guys will know how to drive as a team. Exactly. And they all come from different places, meaning different racing styles and different types of cars. Guess we'll have to work things out on the spot. That's what we do, right? Man, we're gonna have fun. Klingt auf jeden Fall schon mal richtig cool. Ja? Mehrere andere Squads, mehrere andere Styles. Also ich gehe mal davon aus, dass auch nicht alle jetzt Japaner fahren. Ne? Dass wir quasi so mal gegen Europäer, mal gegen Amis oder so. Könnte ich mir vorstellen, aber wir halt natürlich verdrehen, denn Made in Japan Squad, ist doch klar. Ja, ich habe schon gesagt, 7 Kapitel soll diese Playlist umfassen. Natürlich, zur Playlist gehören natürlich dann im Anschluss auch viele Aufgaben wie in der Vergangenheit, aber auch ganz, ganz neu die Rivalen. Und die gucken wir uns sicherlich auch mal nochmal an. Vor allem auch nochmal gesondert und ausführlicher dann auf meinem Account, wie schon gesagt, in den kommenden Tagen. Aber wir gucken vielleicht heute auch schon mal ganz kurz rein. Jetzt spielen wir es aber erstmal durch, deswegen etwas längere Ausgabe. Aber ich glaube, das ist trotzdem okay für alle, die es eben interessiert. Für die, die nicht natürlich gespoilert werden wollen, auch verständlich, könnt ihr natürlich gerne auch abschalten. Ich guck's mir einfach mal an, aus meinem Interesse und natürlich auch für die Interesse, die es eben interessiert. So, weiter geht's. Ich würde sagen, da wir jetzt auf der neuen Insel sind, ach guck mal, da ist auch ein Tunnel. Das muss man ja gleich mal merken. Tunnel ist immer gut für Soundcheck und so weiter. Okay, hier beim Lake, dann war ich ja gar nicht so weit entfernt beim GT3RS-Video. Aber okay, können wir uns schon mal merken. Ja, Tunnel ist immer gut. Hey there, you, Shingo and I are tapping the first round. Let's go meet our rivals. Hey, if it's just the three of us, I should be taking the lead. Too late. I call dibs. Okay, so I'm not... I mean... Okay, never mind. Oh, ist nochmal ein Tunnel, okay. Du kannst merken, also hier quasi gibt's Tunnels für ganz gut Soundcheck machen für kommende Carbuild-Ausgaben. Und ich will ja noch mindestens 2, 3 Fahrzeuge angucken von diesem Update. Am besten hier noch auf diesem Account. Kostet mich nämlich nichts. Hier muss ich rein. Let's go. Muss erst hier durchlaufen. Ja, skip. Danke. Let's go. So, jetzt kommt nämlich der K-Car-Style. Nice. Im RX-7 Turbo 10th Anniversary Edition. Let's go. Sehr schön. What's up, tourists? Time for you to step away. The festival is ours now. Say what? Oh boy, here comes the trash talk. Okay, guys.
guys. It's just the three of us here, and we're facing the first of our new opponents, the Night Stalkers. Ooh, badass name. Yeah, it's not gonna do them much good against us. Hey, you hear me, Fiat Punto? You're gonna get your ass handed to you. Ja, das müssen wir hier. Okay, let's go. Den Sprung haben wir ja quasi auch schon geübt, ja, als hätte ich es gewusst. They went offline, Shago. Gotta let our driving do the talking. Let's smoke these guys. You got it, sister. Okay, sehr schön. Ja, die Lichtstimmung ist ja wieder mal völlig abgespaced. Ich find's aber geil. War ja schon in der ersten Volume so. Doch weniger Grip als gedacht. Vorsicht. Das ist noch ein 2-Runden-Rennen. Ist interessant. Das heißt, es geht nochmal in diesen Kanal wohl zurück. By the way, what's up with all the cat fever? I don't know. It's a Motorfest thing. Right now, cat's the word. I love cats. Of course you do. Driving my car's older sister tonight, the Mazda RX-7 Turbo 2, the second generation of the RX-7. 10th anniversary edition. That's right. This very model is extra special. It's the monochromatic crystal white edition, celebrating 10 years of RX-7 goodness. Only 1,500 of these babies were made. At the time for Mazda, this was the definitive statement about what a sports car can and should be. Genau, immer die Namen so geil von den Gegnern. Blue Eyes, Shingo, Furball, Hinata, Devil Cat. Damn, these turns are sharp. You gotta drift through these, Shingo. You drift psycho. So, ich denke mal, dass halt auch wieder im Verlauf der Playlist die Fahrzeuge ein bisschen schneller werden. Der X7 ist natürlich eher ein bisschen auf der langsameren Seite. Man hat so ein bisschen das Gefühl, der kommt gar nicht aus dem Quark raus, aber... Aber ja, wir sind nur am Anfang irgendwie durch den Kanal gefahren, ne? Das war jetzt wirklich auch mal interessant zu sehen bei diesem Rennen, dass wir am Start einen anderen Dings fahren und dann erst auf den eigentlichen Rundkurs fahren. Sprich, gab quasi so ein Startstreckengebiet, wie auch immer, kann man schon fast so ähnlich sehen wie beim Rallycross. Das ist ja auch so, die Startbahn, sag ich mal, ist, du fährst ja nur am Start, wenn ihr versteht. Und ich glaube, beim Motocross ist das auch so ähnlich, dass diese Startvorrichtung quasi so ein bisschen separiert ist vor der eigentlichen Strecke. So, weiter geht's aber. Und da es ja die neue Welt ist, fahren wir da auch hin. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wir können uns dahin porten, aber solange noch alles neu ist, wollen wir das ja auch ein bisschen angucken. Well, is this what we're doing now? You guys talk and I... Alright, that's cool. I'm nothing if not adaptable. It's time for another round. The Pack versus the Quick Whiskers. The Quick Whiskers. Hashiria-Style. Alles klar. Let's go. Im GA86. Na gut, wir wechseln auch schön bunt durch. Ja, das gefällt mir. So mag ich das. Ja, die haben auf jeden Fall den Neon-Style mal richtig drauf. Ist auch gut getuned hier. Nice. Vor allem, wie das Ducktail nochmal extra befestigt wurde. Als ob das so eine extra Halterung bräuchte. Alles klar. Okay, also die fahren alles bunt gemixt, was Fahrzeuge betrifft. Ja. Sorry. Some impressive machines these guys are driving. Gets my motor running. That's the spirit. Let's take these jokers down. Ja, wenn ich da vorne mal vorbeikommen würde. Aber ich glaube, ich muss eh noch in die Top 3 kommen, wie immer. Aber das ist mir natürlich nicht genug. Ich will natürlich gewinnen. Zumal ich jetzt auch nur auf Schwierigkeitsstufe 4 von
maximal 5 bin. Boah, das mit Tunnel sieht auch geil aus, wie ausgeleuchtet das ist. Allerdings muss man auch sagen, die Playlist ist natürlich nichts für, ich sag's mal, fotosensive Epileptiker. So ehrlich muss man sein. Gott, hätten sie auch mal aufräumen können, du. Zeit für diese ganzen Dinge wie so ein Drache und so hatten sie ja auch. Da hätten sie auch das drumherum wegräumen können. Yeah, the Motorfest is clearly cranking things up without any regard for our paintwork. If that's too much for you people, feel free to wait on the sidelines and watch. Eavesdropping now. If you want to join the winning team, just say so. Kids these days. So nämlich. Komm mal fahren, nicht labern. Gut, ich laber auch die ganze Zeit, aber ich darf das auch. Yeah, it's a miracle none of us ended up in a tree. Ja, die Distanz der Rennen ist aber auch ganz ordentlich. Ich finde, die haben eine gute Länge für Crew Motor Fest Events. Neon Lit City Streets, just the way we like them. No question, we're winning this. Not gonna question this. Natürlich gewinnen wir das. You should be ready for anything with that Toyota GR86. Lightweight, with a naturally aspirated engine, responsiveness and agility. A Toyota GR at the upper limit of performance. A car that's right up your alley. So nämlich. Ist auch ein geiles Fahrzeug. Kannst du ja nichts anderes sagen. Und das ist Ziel. Let's go. Oh, das können wir auch als Rundkurs fahren, sehe ich gerade. Wir sind jetzt halt nur eine Runde gefahren, dementsprechend war es wie ein Sprint. Meins. So, das war Nummer 3. 4 stehen noch aus. Wir ziehen durch. Ich muss aber sagen, die Stadt hier, die Stadt hier in Maui gefällt mir aber irgendwie voll gut, keine Ahnung, weil auf der Hauptinsel ist halt wirklich so eine richtige Stadt, hier ist schon so ein bisschen so, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, schon auch Stadt, aber halt anders Stadt, so vom Flair her, und das gefällt mir irgendwie besser, muss ich sagen. Bis jetzt gefällt mir die neue Insel, was wir schon gesehen haben, ganz gut. Wobei, wir waren noch gar nicht im Süden, im Vulkangebiet. Also, gucken, wie es da ausschaut. Aber ich hab's schon gesagt, 4/5 der Größe der Hauptwelt. Das ist schon krass. Ja, hier, nee, frag mich nicht nochmal. Das passt schon so. Welcome to Drift. Oh, jetzt muss ich driften. Alles klar. Nice. Das hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Das wird natürlich lustig. Das heißt, wir müssen aber auch die Fahrhilfen anpassen, weil sonst haben wir ein Problem. Wenn es nicht automatisch schon, ja, hier, das mache ich mal weg. Ich mach mal Counter-Steering auf On. Bin mir nicht. Ah, nee, komm, lass uns weg. Drift Assist lasse ich mal auf Sport. Ich hoffe, es passt. Kriegen wir schon irgendwie hin, hoffe ich. Wird schon schief gehen. Allerdings interessant im Evo 6 driften. Also Allrad driften, das wird lustig. Aber cool, dass das auch mit dabei ist. Gehört ja auch irgendwie mit dazu. Querfahren. Okay, das fährt sich sehr interessant. Also schon quer, aber irgendwie wie auf Schienen. Das ist ein ganz komisches Driftgefühl. Weiß nicht, ob sie da was verändert haben, aber ich habe auch schon ewig nicht mehr gedriftet, wenn ich ehrlich bin. Playground, the airport. Your car, Drift Queen Lancer Evo 6. Yep, no time for shilly-shally. Hört sich komisch. Aber vielleicht liegt es an den Assistenten, die ich jetzt gerade drin habe. Aber ich glaube, ich habe die sonst eigentlich eher aus. Aber irgendwie fährt es sich wie so auf Schienen und irgendwie, wow, auch nicht. Okay, das war jetzt nix.
Vielleicht haben sie auch was verändert. Keine Ahnung. Könnte ja eine Mischung aus allem sein. Oder einfach an der Drift Queen, wie wir gerade gehört haben. Well, two names, Takahashi and Tsuchiya, respectively named the father of drifting and the drift king, no less. Es fühlt sich halt so, ich weiß gar nicht, wie ich das schreiben soll, irgendwie creepy an, aber man sieht trotzdem, das Fahrzeug ist quer. So ein ganz komisches Feeling. Aber egal, solange es gelingt, wird es mir recht sein. Und auf jeden Fall gut im dritten Gang bleiben. Ich habe halt einmal Kacke gebaut, das tut mir ja leid. We got the next drift sensation in the making here. Dankeschön. So, weiter geht's. Oh, jetzt geht's, glaube ich, Richtung Süden. Sehr schön. Alright, back to normal. So. Hey, number six. Come on. Ready for the next round? It's gonna be me, you, and Toji versus some other street racer wannabes. And I'm taking the lead this time. Don't worry, he's not really leading anything. He just says stuff. Try to humor him. What was that? Nothing. Lead the way, boss. All right then, let's go. All right, another one of my scripts down the drain. Recalibrating. This is it, driver. You're facing yet another team of street rivals. The Clawblades. Wow, these ones sound mean. Im GTO, sehr gut. Also 3000 GT. Auch richtig geiles Fahrzeug. Oh, jetzt habe ich mit den Fahrhilfen gar nicht geguckt, aber wird schon passen. Kriege ich auch so hin. Auch schön customized. Bis jetzt gefällt mir die Autoauswahl. Mit dem blauen Neon. Gewagt, aber warum nicht? Good evening, Japan. You guys are ready to lose in your own playlist? Bite me, Hello Kitty. Can you believe these jackasses? They kind of remind me of someone. Anyway, guys, I advise geile Location. Also die Strecken gefallen mir, also die Insel gefällt mir bis jetzt, glaube ich, ganz geil. Weil ohne die Insel gäbe es auch die Strecken so nicht. Aber vielleicht ist es auch einfach so dieses Neue, was jetzt einfach so ein bisschen überzeugt. We got you yet another car from the JDM Golden Era. The most forward-thinking car in the world back then. The Mitsubishi 3000 GT. Or simply GTO in Japan. Habe ich ja gesagt. You're gonna tell us more? Yeah, you got it. Wait, two turbochargers, four-wheel steering, and an electronic exhaust control system. So nämlich. You've only missed the active aero control system. Oh yeah, motorized aerodynamics that adapts to your speed. That car was a freaking Japanese Batmobile. Way ahead of its time. Aber auch schwer. Und daher war zum Beispiel der kleine Bruder, wie er genannt wurde, auch sehr beliebt, der FTO. Hatten wir uns erst in Forza Horizon angeguckt. Gerne auschecken, die Folge. Aber der natürlich eine absolute Legende. These damn cats are tough. Yeah, with these guys, I think we gotta switch from a Hashiriya to a Bosuzoku state of mind. Okay, meaning we go rough, brother. Sicht. Immer aufpassen. Also Strecken gefallen mir bis jetzt richtig gut. Und wiederholen gesagt, es könnte aber einfach auch daran liegen, dass die neue Insel Maui einfach richtig geilen Style hat.
Und auch da wiederholen gesagt, könnte aber auch daran liegen, dass es einfach neu ist. Und man sich dann auch irgendwann dran satt gesehen hat. Yeah, but that's what makes it interesting, right? Plus, it's nothing for a driving whiz like you. Nothing at all. Once we pass the bamboo forest, the finish line will only be a few seconds away. If you guys want to try something, it's now. Sehr untersteuerndes Fahrzeug, aber ist das hohe Gewicht wahrscheinlich einfach. Aber mit ein bisschen Gefühl und Geduld, gar kein Problem. Wir führen das Ganze auch an, wir können das ja auch ein bisschen taktieren. Wir müssen es ja gar nicht übertreiben, wollte ich gerade sagen, und schon fahren wir eben raus, man kennt's. Aber das ist das Ziel, all good. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Just not good enough. What was that? First position is ours, dude. Next time so, zwei haben wir noch. Und ich sehe auch schon auf meinem Spickzettel, den ich hier aufgeschlagen habe, damit ich ja nicht komplett verloren bin in dem, was ich hier tue, dass jetzt der Toge-Style kommt. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Freue ich mich drauf. Ja, ich hoffe, alles in der Playlist. Zeig mal noch mal. 11 Kilometer ist aber weit. Können wir das ein bisschen beschleunigen? Nee, können wir nicht. Okay, let's go. Also klar, ich könnte mich hin teleportieren, aber machen wir jetzt nicht. Wir wollen ja auch die Insel entdecken. Passt schon. Wir haben ja ein schnelles Gefährt, nicht wahr? Und dass diese Playlist-Folgen ein bisschen länger sind als so eine normale Folge, ist ja eigentlich auch okay. Und gehört ja auch dazu. Passiert ja auch nicht jeden Tag. Wir wollen die Welt ja auch nicht nur in Neonfarben entdecken, sondern in halbwegs normaleren Farben, sage ich jetzt mal. Dem wäre es ja auch mal okay, jetzt eine längere Distanz zu fahren zum nächsten Event. Go ahead, guys. You can do your thing. Congratulations, driver. You've ascended a step closer to being a Motorfest legend. A new reward is waiting for you within the activity menu. So. Boah, das hat echt eine krasse lange Distanz, ne? Aber gut, wir entdecken da auch mal ein bisschen was jetzt von der Insel. Und ich meine, wir ballern ja immerhin mit 350 hier durch. Kann man auch mal machen. Alright, driver. Looks like it's finally you and me again. Great. So this next race is extra special. Hey friend, what's up? Man, you delivered a flawless performance against our rivals so far. These guys are getting hit real hard. But the next race is a toge. And you know what that means. Intense and technical. Plus, it starts from the highest point of the mountain. It's not a race to take lightly. And same goes for our opponents, apparently. Meticulous racers and reliable machines. Or so I've heard. Keeps getting better. Oh, shut up. We'll see you on the top of Maui, friend. As I was saying, well, actually, these guys have pretty much said it all, so I'm kind of lost now. You're gonna have to recalibrate again. Der Vulkan, der da aktiv vor sich her blubbert, ey. Barging in like that. It's not like I'm a freaking robot. Uh-oh. Recalibrating. Sieht schon böse aus. Will ich da jetzt reinfahren, weil es mich interessiert? Das heben wir uns lieber mal auf, wa? Jetzt sehen wir, hier ist auch gerade kein Weg da wirklich hoch. So, sehr schön. Ja, ich wiederhole es aber gerne auch nochmal, falls es für den einen oder anderen Umgang gegangen sein soll, dieses Update.
Hat zum Teil kostenlose Inhalte, teils kostenpflichtige Inhalte. Das, was wir jetzt spielen und sehen, ist kostenlos. Also die Made in Japan Volume 2 Playlist ist direkt im Update kostenlos enthalten. Und natürlich die Insel Maui ist auch für jeden kostenlos. Das kostet nichts extra. Jeder bekommt diese Insel und kann sie befahren. Du musst nicht, aber du kannst. Und kostenpflichtig wird es dann halt, wenn es um dieses, um den hier 2 Pass geht. Von dem darin enthaltenen Chase Squad, den gucken wir, wie gesagt, uns dann auch noch an. Wahrscheinlich auch heute noch in der Ausgabe. Ansonsten morgen. Ja, und bereits morgen kommt ja das Update, ja. Das ist auch schon mal der Hinweis. Ich, wie gesagt, ein paar Stunden früher dran, netterweise, weil ich eingeladen worden bin. Und haben wir den R32. Genau, den gibt es jetzt auch neu im Spiel. Den werden wir auch uns nochmal separat angucken, separat tunen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Und hier sehen wir schon mal, was wir theoretisch machen könnten, wobei der ziemlich stock aussieht. Weil die doppelten Endrohre jetzt nicht ganz stock sind, glaube ich. Dann habe ich, glaube ich, nur ein Endrohr auf einer Seite. Ja, ich hab's auch schon ein paar Mal gedacht, dass die ganze dieses ist gut nachgemacht. Klang fast wie ein Wookie, aber. Watch out, guys. I foresee a very mean curve at the end of the straightaway. Ja, aber der Drache gibt's ja schon so ein bisschen vor. Die Kurve. Ah, das sieht halt schon wieder auch böse aus. Können direkt auch aus Cyberpunk stammen, von der Farbgebung her. Ich meine, R32 im Downhill, ich erinnere mich da an was. Ging aber für den R32 nicht so gut aus. Ich hoffe jetzt nur, dass da kein Trueno mitfährt. Wenn ihr versteht, was ich meine. But it's quite bold of them to think they could beat Japanese racers in a toge. Well, cats are known for being cocky. Let's go. Guck mal, schön leichtes. Oh, der hat die Drohnen-Show da links. Das lenkt mich überhaupt nicht ab. It was you against me then. Don't you forget. It's all about drifting. Alter, wie schnell die Drohnen sein müssen, wenn der so abgeht, Alter. Oh mein Gott, ich gucke. Ja. Ich wollte das so. Ich wollte einfach nur testen, ob die Leitplanke wirklich das ist. Geile Tunnelsektion, aber ey, einfach mal so eine Schnecke. Told you that the Skyline GTRs were called Godzilla. Well, that R32 you're driving was the first one to earn that name. This is that's the correct. Original monster, and its victory streaks are beyond compare. That's correct. Der erste Godzilla war ein R32. For years, that car was unstoppable on the Gruppe A Tourenwagen. Ja, okay, sie sagt's eigentlich. Die wissen's doch. Die sagen's doch. Muss ich gar nicht angeben mit meinem Halbwissen. Closing in, guys. Focus till the end. No matter what, this race belongs to one of our two Skylines. Und wir gewinnen. You become the king of the mountains, my friend. Incredible race, spectacular driver. Invincible car. So nämlich. Und wir kommen tatsächlich zum Grande Finale. Wangang Seoul ist das nächste. Und ich glaube, wir werden jetzt den NSX sehen. Isn't your car a little emotional? Got an email from her kind of asking us to stop interrupting her job. She seemed a little pissed, saying that even robots can have feelings. Stuff like that.
Well, I guess we kind of overstepped here. An AI making a scene. Wow. Peak modernity right there. Anyway, we'll let her tell you about the grand finale. See you on the grid, my friend. Well, these guys weren't supposed to mention this to you, but... never mind. Diese Tunnelsektionen, die gefallen mir schon mal sehr gut. Schade, dass ich beim GT3RS bei der Ausfahrt keinen entdeckt habe. Aber wie immer, ne? Wenn man was sucht, dann findet man es nicht. Und dann, wenn man gar nicht danach sucht, dann fällt es einem die ständig vor die Füße. Jo, jo, jo. Ich fahr schon nicht in dich rein. On their champion for this final race, the Battle Royale. Who's going to be chosen to be the pack's champion? What? A little too dramatic? Well, I don't know. I'm trying things. Yeah, schon mal ein paar Stunts hier mitnehmen, weil ich es einfach kann. Oder auch nicht, wie wir gerade gesehen haben. So, wir sind gleich da. Ich bin gespannt. Grande Finale von Made in Japan. Volume 2. Oh, wir dürfen den NSX fahren. Ja gut, dann habe ich keine Angst. Wenn wir den bösen Liberty Walk Honda NSX fahren, dann habe ich keine Angst. Ich glaube, den Gewinn war auch am Ende. Sieht schon böse aus, ey. Uiuiui. Ah, guck mal, da steht auch in Klammer immer, von welchem Squad die jeweils sind. Okay. I thought we were done with these guys. Didn't we beat them all already? So nämlich, denke ich nämlich auch. Und ich weiß, ich sag diesen Satz die ganze Zeit, ist es so nämlich, aber es ist ja auch so. Das ist mein Signature-Satz. Doesn't matter, does it? These guys are still cats. We are dragons. Alter, der DeLorean sieht ja aber auch fancy aus. Hab gesehen. Das war nicht gut meinerseits. Da haben wir ihn wieder. Ich wollte nur euch den DeLorean nochmal vor uns zeigen. Okay, Driver. This is a battle royale between the five street racing teams. Only one member of each group gets to race. And you're the one racing for the pack. That's lucky. Officially passing the torch, Big Brother? Just this one time. Oh my god, goosebumps, literally. Aua. Ja, das Rennen hat es auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr in sich, so wie es scheint. Also bis jetzt kann ich mich nicht so klar absetzen wie bei den Rennen zuvor. Just watch out in these tunnels. Rennen jetzt auch ein bisschen länger an der Distanz, aber auch viel Vollgaspassagen. Driver, we spoke about it in the Liberty Walk playlist. This is the Liberty Walk version of the 92 Honda NSX. Oh man. Yeah, that's Shingo's dream car. Basically the same NSX as he always drives, except for this one's been in the hands of the master Wataru Kato, which brings it to a whole new level. I want to drive that car. Yeah, you and me both, brother. Got it, driver? That car is a unicorn. For the firepower contest, that is the final race. This special NSX will do nicely. Ich will dieses Einhorn. Noch so ein Grund, warum ich auf meinem richtigen Account die Playlist nochmal machen muss. Bringt mir ja nichts, den jetzt hier freizuschalten. Thank you.
Ja, sehr viel Top-Speed-Anteil hier. Letzten 10% gleich. Jetzt kein Scheiß bauen. Looks like you guys are frail after all. You won this made in Japan thing. Now come and get us out there. See what happens. Sounds like an invitation, friend. Sehr schön. Und damit, ich glaube, den Rest fahren wir jetzt nicht, weil sonst zieht sich das zu krass in die Länge. Wir fahren hier quasi eh wieder zum Start zurück. Da gibt es nämlich jetzt die Belohnung. Und wie gesagt, ich glaube, da gewinnen wir jetzt den NSX. Aber was ich jetzt gerne noch machen möchte in dieser Playlist, ist eben diesen neuen Rivalmodus ganz kurz zeigen. Ich hoffe, ich kriege das auf die Schnelle so hin. Und dass wir da einfach schon mal kurz reingeguckt haben, weil das ist jetzt wirklich neu und ich glaube, das ist auch richtig cool, so auch auf Dauer erstmal, um da weitere Aufgaben quasi zu erledigen. Und wie gesagt, da bekommen wir auch das Fahrzeug jetzt. Sehr, sehr geil. Den feiere ich sogar echt nur einen Ticken mehr als den Supra, den wir bei der ersten Volume gewonnen haben. Der hat einfach so einen cleanen, geilen Style und dann auch so schön in diesem Schwarz lackiert. Damit überzeugst du mich sowieso sofort. Nice. So, da haben wir das nämlich jetzt freigeschaltet. Und nein, wir gehen jetzt nämlich zu den, genau, Motorfest Rivals. So heißt das Ganze jetzt. Und wenn wir jetzt da drauf gehen, dann müsste das jetzt auch kommen. Hier, genau. Willkommen zu den Motorfest Rivals Dynamic Races. Rivals are available in Free Drive, also im freien Fahren. Kann man die finden. Und die muss man dann halt identifizieren. Das sind verschiedene, die es da gibt. Ja. Die fahren durch die Welt und die muss man dann halt quasi in One-on-One-Battles besiegen. Und dann schaltet man rechts, sieht man ja schon quasi bis zum Finale frei. Was sehr, sehr cool ist. Genau, man sieht es ja hier auch nochmal. Und das finde ich natürlich cool, auch mit den verschiedenen Crews hier und so. Ähnliches gibt es dann auch beim Chase Squad. Das werden wir dort auch nochmal sehen. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen das jetzt einfach mal. Wir nehmen jetzt einfach mal hier die ersten. Nehmen wir doch den jetzt einfach mal hier im Charger. Ich mache jetzt mal. A cocky bunch, but competent. So, jetzt mach ich mal Sieg. Jetzt gucke ich mal. Jetzt fahren die hier angeblich rum. Okay, Moment. 23 Kilometer entfernt. Also da steht auch, wo in welchem Gebiet. Dann würde ich sagen, porten wir uns da einfach mal hin. Und gucken mal, ob wir den jetzt halt einfach finden. Vielleicht gerade auf die Schnelle. Das wäre ja lustig. Was ich aber noch schnell mache, ist Folgendes. Wir wollen ja ein bisschen Power haben. So. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hoffe ich halt, dass das gelingt, aber das nimmt. Ah, guck mal, wie schnell das ging. Muss ich nur kurz wenden. Sorry. Kriegen wir aber hin. So. Okay, Race oder Chase? Ne, wir Race. Natürlich, Chasen können wir ja schlecht. Oh, können jetzt auch nochmal das Fahrzeug wählen. Okay, das ist cool, dass man nochmal die Wahl hat, auch da wirklich was zu machen. Okay, Dynamic Race are intense face-offs against a single rival. A new destination in randomly chosen. Also quasi das Ziel ist zufällig gewählt. Jedes Mal, wenn ich die Challenge mache oder ein Rematch mache und bla bla bla, Verkehr. Ja, ja. Egal, wir werden es jetzt rausfinden. Einfach learning by doing, ne? Bin gespannt jetzt. Auch erst einmal für mich diese Experience. In der Theorie durchgelesen. Okay, also wir haben schon eine Route vorgegeben. Aber die ist halt random quasi. Wir haben halt Verkehr, klar. Muss ich jetzt halt quasi hier. Oh Gott, okay, das war nix. Ja, komm. Oh Gott, ja, damit habe ich jetzt natürlich. Hey, das gibt's doch nicht. Sorry. Ach, dieses.
Sorry, zurückspulen ist nicht so meins. Da muss man ja richtig früh bremsen für die Nummer. Mein Fehler. Verzeihen es mir. Okay, also man muss schon sehr aufpassen, wenn so krasse Bremsungen kommen. Gut, ich meine jetzt durch zurückspulen hat auch, weil es ein PvE-Event ist, auch zurückgespult, aber okay. Ein bisschen unfair war es dann schon, weil eigentlich wäre ich jetzt schon wahrscheinlich Kilometer zurück. Aber es ist gar nicht ganz so einfach, glaube ich. Also nur da jetzt gerade nicht das geilste Fahrzeug wählst dann dafür. Eben, und diese Auswahl am Anfang, Race, Chase, ich denke halt, die Chase-Sache wird dann halt eben beim Chase-Squad kommen, wie der Name schon sagt. Und da geht es dann darum, die quasi kaputt zu schrotten. So würde ich es jetzt mal verstehen. Aber das werden wir dann sehen in der, oder in einer der kommenden Folgen, wenn wir dann den Chase-Squad machen, weil dort würde ich dann am Anschluss auch nochmal am Ende dann so ein Ding mir angucken wollen. Oh, und ich gucke als woanders hin, das gibt's doch nicht. Komm, dann nehme ich jetzt aber keine Dings. Ganz schön, aber ganz schön langes Rennen, so, ne? 11 Kilometer in der Summe und... Aber ja, ansonsten nähern wir uns natürlich trotzdem dem Ende dieser Ausgabe schon mal zu. Ich hoffe, sie hat dir gefallen, sie hat dir schon mal ein bisschen Eindruck gegeben. Wir werden auf jeden Fall diese Rivalengeschichte dann im Livestream mal ausführlich durchziehen. Ich kann ja noch nicht genau sagen, wann wir den Livestream angehen werden. Aber auf jeden Fall in den kommenden Tagen, eben mit dem neuen Update, habe ich eben Böckes zu. Ich erwähne es nochmal, Twitch Drops werden aktiviert sein. Da könnt ihr nochmal ein paar coole Ingame-Dinge freischalten, indem ihr mir beim Zugucken auf Twitch ja, zuschaut. So einfach ist es. Ihr müsst nur euren Ubisoft-Account verknüpft haben mit eurem Twitch-Account und let's go. Und ansonsten gucken wir uns aber, wie gesagt, im Vorfeld hier von der Testversion auch nochmal den Chase-Bot an. Höchstwahrscheinlich auch noch heute. Ja, heute Late-Night-Content im wahrsten Sinne. Ansonsten würde die Folge mit dem Chase-Bot dann morgen kommen. Aber auf jeden Fall auch noch vor dem offiziellen Update. Und da haben wir es geschafft. Sehr schön. Rematch, win. Okay, keine Ahnung. Us Clawblades have a chief. He calls himself the Lion. Ah, wir können jetzt nochmal rematchen. Okay, aber das brauchen wir ja nicht. Haben wir ja gewonnen. Wenn wir es verloren hätten, hätten wir nochmal können, aber wir haben es ja jetzt geschafft. Da steht jetzt auch Beaten. Und wenn wir jetzt dann quasi hier auf Aktivitäten gehen, müsste das jetzt eigentlich auch so unter dem Rivalen-Tab so zu sehen sein. Genau, den Hammer. Und damit ist die erste Kette von den Vieren gelöst für den, ja, Finalen. Und dann gibt es am Ende nochmal das große Finale. Und jetzt sehe ich auch gar Go to Chase. Ah, das ist dann der Chase-Squad. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Das ist dann, okay, alles gut. Wie ich es mir gedacht habe. Gut, dann soll es das jetzt aber erstmal gewesen sein. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank dir. Und dann sehen wir uns in einer der nächsten Ausgaben von ModoFest wieder. Sei es zum Chase Squad oder sei es ja, zu weiteren Car-Builds, zu den neuen Fahrzeugen, die ja jetzt ja auch mit dem Update dazugekommen sind. Wie zum Beispiel M5 CS oder R32 haben wir am Start. Oder Rimac Nevera. Alles mit dabei. Ich sage tschüss und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao!